Die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Dritten Reich. Unter dem Titel Der vergessene Holocaust erinnern die letzten Überlebenden in dem Film des englischen Dokumentaristen George Case daran, wie die Nationalsozialisten die Zigeuner gefoltert, ausgehungert und getötet haben. In den Jahren 1939 bis 1945 wurden in Europa über eine Viertelmillion Sinti und Roma gefangen genommen, in Ghettos oder Konzentrationslager gesteckt und dort vergast oder ausgehungert. Dieser vergessene Holocaust der Sinti und Roma fand in fast jedem Land Europas statt, genauso wie sein Gegenstück, die Vernichtung der Juden. Ich habe meine Mutter und meinen Vater verloren. Meine Kinder verloren, die ich so gern behalten hätte. Im Lager habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie meine Tante litt. Sie rutschte auf ihrem Hinterteil, sie konnte nicht einmal mehr laufen. Die Wärter hatten ihr die Beine zerschnitten und zerfetzt. Und so starben viele andere, meine ganze Familie. Dass ich noch lebe, das ist für mich unfassbar. Das ist für mich eine Strafe, dass ich überlebt habe. Ich habe immer wieder appelliert an Gott, warum ich übergeblieben bin, alleine. Die Ausrottung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten ist heute vergessen. Ein paar Überlebende und ihre Erinnerungen sind die einzigen Zeugen dieses Holocaust. In wenigen Jahren werden auch sie nicht mehr am Leben sein, genauso wie die Tausende, die von den Nazis getötet wurden. Dieser Film ist ihre Geschichte. Seit über 500 Jahren leben die Sinti und Roma in Europa. Aber durch ihre eigene Sprache und Kultur unterschieden sie sich stets von den anderen Menschen. Es scheint, als hätten sie überall Misstrauen und Hass erweckt. Vor allem die Deutschen fürchteten sich vor den Zigeunern. Sie mochten ihre sogenannte undeutsche Lebensweise nicht. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, verwandelten sich diese Furcht und dieses Misstrauen in organisierte Verfolgung. Die Nazis betrachteten die Zigeuner als entartete Untermenschen, unwürdig in dem neuen arischen Deutschland zu leben. Es fing schon 1935 an, die Erfassung der Zigeuner. Und das ging durch Fingerabdrücke, Lichtbild. Und das ging später alles nach dem Bundeskriminalamt. Die Verfolgung durch die Nationalsozialisten machte die Sinti zu Ausgestoßenen. Viele Deutsche nutzten das neue Klima des Hasses nur allzu gern aus. Wir durften dann auch noch auf die Märkte reisen, aber immer schon mit Diskriminierung. Wir hatten denn die Vereinigung vom Schaustellerverband. Und da war ein Aalhorn hier in Oldenburg. Und die haben dann meinen Vater von der Versammlung rausgeschmissen. Zigeuner und Juden haben keinen Zutritt. Und das waren vorher. Vorher waren das aber seine Freunde. Da hat er immer schwer ausgegeben. Und dann war das hieß Johann, mein Vater. Und den haben sie dann hochleben lassen. Da kam, weiß ich, mehrmals Hitlerjungs an, in Uniform. Waren wir auch mit einem Handwagen unterwegs. Da wollten die uns einen Handwagen wegnehmen. Oder schrien auf uns, Zigeuner. Wir ließen uns das dann nicht gefallen. Dann haben die draufgeschlagen, wir schlugen zurück. Aber dann haben die sich in großen Mengen gesammelt, sodass der Herbert und ich schwer Schläge kriegten. Der Einmarsch der Deutschen in Polen im Jahre 1939 löste den Zweiten Weltkrieg aus.
Er brachte den neuen deutschen Rassismus mit, und zwar zuerst nach Polen und dann auch in die anderen besetzten Länder Europas. Die deutsche Besatzungsmacht befahl, die Zigeuner wie Tiere zu jagen und zu töten. Sie wollte das ganze Volk der Sinti und Roma ausrotten. Damit begann das, was wir heute den Holocaust nennen. Überall im Land versuchten die Roma zu fliehen. Sie versteckten sich in Dörfern und Wäldern. Aber die Gestapo fing sie ein. Durch die Ulice, ich kazali im ich Ziganom do Furmanek. Sie kamen von der Straße und befahlen den Zigeunern, auf die Pferdekarren zu steigen. Sie sagten, sie würden sie in die Arbeitslager fahren. Da gehorchten die Zigeuner. Und als die letzten sechs herauskamen, schoss Novak, der Gestapo-Mann, ihnen in den Rücken. Die Frauen wussten, was mit ihnen geschehen würde. Sie hörten die Schüsse und Schreie. Sie führten sechs Frauen heraus und erschossen sie. Eine der Frauen hatte zwei Kinder. Sie hatte ein Mädchen an der einen Hand und einen Jungen an der anderen. Die Frau begann, ihn anzuflehen. Er sagte, na, dann geh nur, geh. Dann erschoss er sie von hinten. Dann erschoss er das kleine Mädchen. Ihr Sohn lief in der Dunkelheit umher. Er fürchtete sich und rief, Mamusch. Ähnliches geschah überall in Polen. Die Gestapo trieb die Roma zusammen und tötete sie. To się działo 14 sierpnia 1942 roku. Es passierte am 14. Juni 1942. Zufällig befanden wir uns in der Nähe des Waldes. Es war an einem Sonnabendnachmittag und wir hörten eine schreckliche Schießerei. Wir fragten uns, was das wohl sei. Dann sahen wir die SS. Sie führten uns in den Wald. Unterwegs befahlen sie uns, ein paar Schaufeln aufzuheben. Wir nahmen sie und folgten den Soldaten. Sie führten die Zigeuner in den Wald und befahlen ihnen, sich hinzulegen. Es waren zwei Deutsche und 15 Polizisten. Einer der Zigeuner lief davon. Der Deutsche schoss auf ihn. Die anderen Zigeuner legten sich auf den Boden und schrien entsetzlich. Sie töteten alle. Dann mussten wir ihnen ein Grab graben. Als wir alle Leichen hineingeworfen hatten, bewegte sich das Grab, weil einige von ihnen noch lebten. Die Deutschen befahlen uns, die Leichen zu bedecken. Da war dieses Zigeunermädchen. Sie war 16 oder 17 Jahre alt. Sie erhob sich aus dem Grab und rief, rettet mich. Sie standen umher mit den Gewehren. Mein Bruder sagte, er werde niemanden lebendig begraben. Und der SS-Mann sagte zu ihm, begrabe sie oder ich werde dich begraben. Also legte ein Mann sein Gewehr an und erschoss sie. 4 Monate später wurde ich nach Deutschland deportiert. Ich träume immer noch von dem Mädchen. Warum habe ich sie nicht gerettet? Die polnischen Roma teilten das Schicksal von Millionen Juden. Der Holocaust ist vor allem die Geschichte des Leidens der Juden. Aber die Aufzeichnungen über jene Jahre wären unvollständig, wenn sie nicht auch die Geschichte der Sinti und Roma enthielten. In jedem Ghetto, jedem Konzentrationslager wurden die Sinti und Roma gequält, genauso wie die Juden. Überall im besetzten Europa begannen die deutschen Streitkräfte, die Sinti und Roma zusammenzutreiben und zu verschleppen. Nur wenige kehrten zurück.
Me porta an die Schule kamoste jav. Da avile ekbaro vurdon katsavo saper limousine. Da avile opre. Ich wollte gerade zur Schule gehen, als ein großer Lastwagen vorfuhr. Er wurde geöffnet und sie kamen und stießen meinen Vater in den Lastwagen. Vor unserem Haus stand eine Art Barrikade. Wir durften nicht nach draußen gehen. Erst wenn sie geöffnet hatten, durften wir hinaus, um Milch und Brot zu holen. Dann kamen die Soldaten und standen vor der Barrikade. Wir schauten hinaus und sahen, wohin sie unseren Vater brachten. Sie stießen ihn oben auf den Lastwagen. Neben ihm saßen Soldaten. Rechts und links von ihm saßen Soldaten. Er wendete den Kopf und schaute uns an. Seine Augen waren voller Tränen. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Die sind einfach gekommen. Die SS. Und das Nötigste aufpacken. Und uns wurde gesagt, wir wurden umgesiedelt. Wo wir unser eigenes Land kriegen und uns selbst ernähren können. Also mit der ganzen Familie. Mein kleinster Bruder war 9 Monate alt. Wir waren mit 6 Geschwistern. Der kleinste war 9 Monate alt. Und dann sind wir nach Insterburg gekommen. Da stand schon ein Viehwagen fertig. Und da waren schon massenhaft Leute aus ziemlich den ganzen Umkreis da zusammengeholt. Und da saßen sie schon auf die Rampe. Und da waren ganz viele Verwandten, weißt du, von uns ja, alle. Bano, ja. Die Onkel, die Tanten alle. Ja. Neue Bruder bei Spitzer, von meinem Großvater. Die waren alle zusammen. Und da waren auch viele bei. Ja. Jüdische Leute, weißt du, jüdische Leute waren bei. Paul Damdrowski und sein älterer Bruder Herbert wurden als Kinder deportiert. Herbert verlor im Lager sein Gehör. Diese offene Waggons rein. Ja, einfach so. Aber unsere Waggons war warm drin. Ja. Weißt du das? Nein, kalt. Nein, es war warm. Es war warm. Wir ein paar Stunden unterwegs waren. Ja. Da wurde es schon hell. Da wurde kalt. Da muss man ja. Und da haben die Alten sich alle erzählt, guck, es waren die Wagen heiß. Und jetzt haben sie nach ein paar Stunden die Wagen alle kalt gemacht. Jetzt haben sie nichts mehr übrig für uns. Das ist nichts Gutes, kein gutes Zeichen für uns, weißt du das? Ja, stimmt. Die Alten haben alle geweint. Ja. In jedem Land, das die Deutschen besetzten, geschah das Gleiche. Siedlungen wurden überfallen und Sinti und Roma deportiert. In Belgien verhaftete die Gestapo sie und schleppte ihre Wohnwagen ab. Sie führten uns direkt ins Gefängnis, um 4 Uhr morgens. 5 oder 6 deutsche Polizisten verhafteten uns. Sie brachten uns in das Raymond-Gefängnis in Tournai. Dort blieben wir 6 Wochen. 50 Menschen in einer kleinen Zelle. Sie streuten ein bisschen Stroh auf den Boden. Von dort brachten sie uns in die Festung in Mechelen. Dort blieben wir 6 Wochen. Dann brachten sie uns mit den Juden nach Auschwitz. Ebenso wie viele andere wurden auch die belgischen Sinti und Roma nach Auschwitz gebracht. Aber die Transporte gingen auch in andere Konzentrationslager. Dachau, Belsen, Białystok, Buchenwald, Mauthausen. Fast jedes Lager hatte Sinti und Roma und seinen Anteil an Todesopfern. Den Deportierten sagte man, dass sie umgesiedelt würden. Man versprach ihnen ein neues Leben ohne Diskriminierung. Von Moment an, wo man da reinkam, wo der Gitterzug stehen blieb und wir das Lager und das alles gesehen haben, da war überhaupt keine Verschleierung mehr nötig. Da wussten wir gleich alles, was da drin passiert und was da war. Denn wir hatten ja schon genug gehört davon. Da kam die Lüge ja so richtig zu Vorschein. Da war die Umsiedlung, ja, das war ja alles, da brach ja die Welt zusammen. Und hinten kommt der SA und der Pol mit Knoppel, die schieb uns rein. Also bestimmt
drei, 400 in dem Lager rein. Eine Mutter rechts und eine Mutter rechts und eine Mutter oben und eine Mutter unten. Mit den Knöpfeln und dann mit den Füßen. Da haben die Leute alle haben die Steine. Und ein Teil von den Menschen auch gleich, die krank waren und schwach waren, die kamen erst gar nicht da rein. Die gingen gleich nach Abzweigung und gleich nach in Gaskammer. Von meiner Familie war nun noch nicht so weit. Der eine war ja schon in Bialystok gestorben. Wir konnten dann noch alle dahin. Aber so oft war es dann mitten in der Nacht raus und auf dem Appellplatz und dann wieder ausgesiebt und wieder welche zum Ofen. Das war Birkenau. Birkenau, das seinen Namen nach den dort wachsenden Birken erhielt, war das Hauptlager des als Auschwitz bekannten Komplexes. Es wurde auf Sumpfland am Waldrand gebaut. Von 1942 bis zu seiner Zerstörung durch die zurückweichenden Deutschen im Jahre 1945 war Birkenau ein aus Gaskammern und Krematorien bestehendes Leichenhaus. Eine riesige Stadt voller Verhungernder und Sterbender. In 3 Jahren starben hier mehr als 2 Millionen Menschen. Im Herzen Birkenaus, gleich neben den Gaskammern, errichteten die Deutschen ein separates Zigeunerlager. Hier wurden die Sinti und Roma von Anfang an ausgehungert, gefoltert und in die Gaskammern geschickt. Ich sah meine Mutter. Sie war in Block 25, im Todesblock, wissen Sie. Da waren viele andere Frauen, Roma und Nicht-Roma. Sie baten immer wieder um Wasser, aber es gab keines. So pissten sie, entschuldigen Sie bitte, und tranken ihren eigenen Urin. Ich fühlte mich sterbenselend, wollte mich in den Drahtzaun werfen. Aber die anderen Frauen hielten mich fest. Sie sagten, dass die Russen kommen und uns befreien würden. Gott allein weiß, wie ich gelitten habe. Sie folterten mich dort schrecklich. Also, sie brachten uns Kleider und diese scheußlichen roten Mützen, die wir aufsetzen mussten. Sie sagten, diese Mützen sind gut für euch. In den Mützen waren Läuse. Sie hatten Läuse darin gezüchtet. Diejenigen, die die Mützen aufsetzten, bekamen Typhus von den Läusen. Kopftyphus, Bauchtyphus, Fleckfieber. Fast alle waren krank. So krank. Kopftyphus, Bauchtyphus. Fleckfieber, der Maibuza, Sasa, Nasvalesas. Während in Birkenau schon Sinti und Roma starben, ahnten einige Sinti nicht, was mit ihrem Volk geschah. Hübscher Kerl, du. Erich Winter diente in der Luftwaffe an der Front. Er fühlte sich ganz und gar als Deutscher. Er und seine Kameraden hatten keine Ahnung von dem Morden in den Konzentrationslagern. Ja, weil wir ja nicht, als Nicht-Arier. Wir waren Nicht-Arier und ich wurde da entlassen. Da musste ich zum General hin, Generalstab, wurde ich nochmal vorgeführt. Und, und da waren 2 Hauptleute dort drin. Und wie wir nur ziemlich fertig waren, da haut da einer auf die Fensterbank und sagt, und somit wollen wir den Krieg gewinnen. Und ist rausgegangen. Erich wurde nach Deutschland zurückgeschickt, wo er seinen Bruder Stanowski traf, der aus der Marine entlassen war. Beide wurden noch in Uniform nach Birkenau deportiert. Das haben wir erst gespürt. Ich meine, dass da nicht ganz was astrein war, das haben wir gemerkt von vornherein. Denn wie wir im Auschwitz-Lager kamen, da war gerade so Arbeitskommandos kamen da rein. Und die haben Leute getragen, als wenn so ein Jäger ein Wild schießt, ein Reh oder sowas. Und die hatten so eine Stange. Und um diese Stange hingen waren die Hände gebunden und die Füße. Und dann hing der Leichnam da dran, 2 Stück. Und dann Blut, alles voller Blut. Jedenfalls, wir haben uns etwas dabei gedacht, dass es uns persönlich nun so gehen würde. Haben wir da noch nicht gedacht.
Aber dann mussten wir weiter. Dann kamen wir nach Birkenau. Heute stehen von dem Zigeunerlager nur noch die Ziegelschornsteine der Holzbaracken, die nach dem Krieg verbrannt wurden. Hier zwangen die SS-Männer die Zigeuner, sie mit Musik zu unterhalten. Einige Zigeuner konnten Geige und Gitarre spielen. Manchmal kamen sie in unsere Blocks und sangen eine Weile. Sie gingen durch alle Blocks, das war das Zigeunerorchester. Die Gestapo zwang die Zigeuner zu spielen. Die Nazis hassten die Zigeuner. Sie vergewaltigten und missbrauchten die Frauen. Dann haben sie doch hier und da mal jemanden gehabt, an den sie anvertraut haben, ne? Und die wurden dann bestialisch behandelt. Da ist mir das, da bin ich mit dem blauen Auge davon gekommen, ich und meine zweitletzte Schwester. Aber die da mit uns war, da sind dann vier Mann drüber hergefallen, die ganze Nacht. Abwechselnd, aber die ganze Nacht. Neben dem Zigeunerlager befanden sich die Gaskammern. Für Millionen Menschen war dies das Ende. Die Angst wurde mit jedem Tag schlimmer. Die Angst war furchtbar. Wir mussten mit rechnen, dass Lagersperre kam und blockweise zur Vernichtung gebracht. Damit mussten wir jeden Tag rechnen, jede Nacht. Nacht war die Zeit, wo die Blöcke geleert worden sind. Auch so zehn Mann hat er da gebraucht. Und ich war auch dabei, bei der ersten Reihe. Und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, wie das wirklich mit den Leichen war. Dann habe ich gesehen, da war der Duschraum, da war die Verbindung zum Ofen hin. Ich denke, Mensch, hoffentlich kommst du nicht gerade da rein, wo die auf diese, das war wie so eine Lore, wie man so sagt früher, wo man so Kies gefahren hat, auf Schienen oder aus der Kieskuhle. So eine Schale. Und da kamen die Leute drauf. Und unter dieses Ding war Holz, musste man Holz stapeln. Und dann haben da zwei Mann haben die Leichen da rausgeholt mit solchen Haken. Das war so lang, der war so lang, der Haken. Oben ist so ein Ring, so ein ovalen Ring. Und unten war das genau wie so ein Fleischerhaken. Und dann sah ich gerade, wie sie da waren zwei Menschen so ineinander verkrampft. Also, die waren so richtig ineinander verkrampft. Die haben sie nicht, konnten sie nicht loskriegen. Da haben sie das so zwischengehakt, hier am Arm oder hier. Und dann haben sie die hinterhergezogen. Und dann haben sie die auf diese Pfanne, sagten sie so dazu, auf diese Pfanne gepackt. Die Wände, die waren richtig, da konnte man sehen, wo die Leute mit den Fingern so an längs gekratzt hatten. Und die richtige, das kann man so gar nicht beschreiben, das ist furchtbar. Apie Brzezinka, to jest skada, że jest bardzo długo z wykopalimy. In Birkenau wurde ein großer Graben ausgehoben und mit Benzin besprengt. Es brannte Tag und Nacht. Die Roma mussten sich am Rand aufstellen. Sie stießen sie hinein. Die Schreie.
puren, sauren Kodivabarnas. Sie verbrannten alle darinnen. Kinder, die Alten, alle. Ich rannte mit einer anderen Frau hinaus. Es war schon Blocksperre, aber das war mir inzwischen egal. Ich dachte, wenn sie mich erschießen, bin ich wenigstens gleich tot. Wir standen dicht an dem brennenden Graben. Wir sahen, wie sie diese Menschen hineinstießen. Es war schrecklich. Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Es war das Ende der Welt, ein Holocaust. Diejenigen, die tot waren, hatten ihren Frieden. Sie waren erlöst von dem Elend. Wenn wir einen Toten sahen, sagten wir, der ruht jetzt in Frieden. Er war erlöst von seinem Leiden. Wir freuten uns, wenn wir einen Toten sahen, weil er erlöst war. Hinter den Krankenhäusern waren Leichen aufgetürmt. Es war unvorstellbar. Für diejenigen, die noch lebten, begannen neue Qualen. Um zu verhindern, dass in Europa weitere Zigeuner geboren wurden, beschlossen die Nazis, viele Erwachsene zu sterilisieren. Muss ich rein, muss ich eine schlimme Angst haben. Und ich weiß nicht, was sie macht mit mir. Und da kam als Arzt von der Tochter Arzt, hat gesagt, du musst, weil wenn ich will, dann muss ich wieder im Lager rein. Und dann muss ich machen. Und dann sollte ich entlassen werden im Lager, weil ich Soldat war. Da waren 500 die Soldat waren, da im Lager. Ehemalige Soldaten. Ehemalige Soldaten. Und da sollte ich, also mit 7 Mann, sollte ich entlassen werden. Aber von der Entlassung wurde nichts. Ja, du musst dazu sagen, dass sie erst gesagt haben, wenn sie sterilisieren lassen, dann werden sie entlassen. Und da ist ja nie was von gekommen. Er ist ja sterilisiert worden. Ich bin sterilisiert worden. Weil ich wollte raus. Ich hätte draußen vielleicht mehr machen können für meinen Bruder und meine Schwester, als wie jetzt da drinnen, ne? Im Lager. Ich will man ge ochavore zandoma, dine man zaschikus pro porodo, janes. Sie führten mich fort und beschleunigten meine Wehen. Ich bekam mein Baby und sie nahmen es mir weg. Ich weiß nicht wohin. Meine Tochter war in dem Block. Sie war 2 Jahre alt. Oh, ich weinte, weil ich wieder in jenem Block sein wollte, um sie zu sehen. Ich konnte nicht hinausgehen, weil immer Blocksperre war. Blocksperre. Ständig verbrannten sie die Leichen in dem Krematorium. Aber ich lief nachts fort, um meine Tochter zu sehen. Bald darauf fingen sie an, mit mir zu experimentieren. Sie spritzten mir irgendetwas in die Gebärmutter und die Eierstöcke. Sie steckten ihre Hände oder irgendetwas in mich hinein. Ich weiß nicht einmal, was sie taten. Es war zu viel. Die Schmerzen waren schrecklich. Sie fesselten mich an Händen und Füßen und folterten mich. Ich weiß nicht, was dann geschah, weil ich vor Schmerzen ohnmächtig wurde. Dr. Mengele war Lagerarzt von Birkenau. Er hat den Krankenwagen inspiziert. Er ging mit seinen Begleitern, es waren Offiziere, Ärzte. Der Häftlingarzt, der Lagerhäftlingarzt, der ging ganz zuletzt. Und wir standen Appell. Er kam immer, wenn Appell war, damit er uns sieht. Wie sehen die Zigeuner aus? Was sind das für Zigeuner? Was für eine Hautfarbe? Er suchte sich Zwillinge. Er suchte Zigeuner, die verschiedene Augenfarben haben. Kinder, Frauen wie Männer. Oder bestimmte Kopffarben hatten. Die erste Zeit, und das war da ein Block neben uns. Da war einer Junge, der hatte so, man sagt, Wasserkopf, ne? Der hat einen dicken Kopf gehabt. Dann hat der Mengele rausgezogen und da ist sie wieder zurückgekommen. Weil die experimentiert haben da an die Leute, die irgendwie krumm waren oder so, ne? Die Leute sind nicht wiedergekommen.
Da war jemand, da hatte zwei, es war eine Frau war das. Ob es eine junge Frau war, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Die hatte zwei verschiedene Augen. Die Farbe kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich hätte nur, dass sie zwei verschiedene Augenfarbe hatte. Die war eines Tages nicht mehr da. Die hat er rufen lassen. Und die, wo sie im Block war, die dürfen ja nichts sagen. Die dürfen doch nicht schreien und dürfen doch nicht sagen, sie ist tot und man hat sie rausgeholt und man hat sie operiert. Das muss Stillschwein geduldet, das ist die Angst. Der Blockelster hat es verboten. Die war nicht da. Die hat er später, hat er die Augen ausoperiert. Während die meisten europäischen Sinti und Roma entweder schon tot waren oder in den Lagern im Sterben lagen, waren die in Ungarn lebenden Roma verschont geblieben. Als Verbündeter der Deutschen war Ungarn anfangs nicht von den deutschen Streitkräften besetzt worden. Im Jahre 1944 jedoch marschierten die Deutschen ein. Zuerst verschleppten sie fast alle ungarischen Juden. Dann, als die Russen vorrückten, trieben sie auch die Roma zusammen. Le Romen abatunci taile jidobun getane kidenasan. Atunci sarte penabduke romanes ghetto usinas. Die Roma und die Juden wurden gesammelt. Wir wurden an einen besonderen Ort gebracht. Wir wurden in ein Ghetto gesteckt. Wir kamen alle in eine Straße, Roma und Juden zusammen. Den Juden hefteten sie einen Stern mit einem Punkt an. Den Roma malten sie ein Z für Zigeuner aufs Gesicht. Die Faschisten taten das, die sogenannten Nyilas. Sie hassten die Roma. Sie wollten sie töten. Alle. In Ungarn traf die Gestapo auf eine Bevölkerung, die bereits gegen die Roma voreingenommen war. Auf dem Lande durfte die deutsche Obrigkeit darauf zählen, dass die ungarischen Faschisten Jagd auf die Zigeuner machten. Sie wurden in die Grenzstadt Komorom gebracht, wo man sie in die Festung sperrte und dann in die Konzentrationslager transportierte. Da war ein enger Bunker, in den sie alle Kinder gesperrt hatten. Ihre Mütter weinten, wenn man sie ihnen wegnahm. Sie weinten, weil sie ihre Kinder verloren. Es war ein schreckliches Elend dort. Sie schnitten meinem Vater den Schnurrbart ab, dann rasierten sie ihm den Kopf. Zuvor waren die Soldaten in das Dorf gekommen, um die Zigeuner zu holen. Sie befahlen allen Männern zwischen 16 und 60, sich zu melden. Sie konnten nicht entkommen. Alle Männer wurden mitgenommen. Sie wurden alle mitgenommen und in Waggons geladen. In Budapest spielten die Musiker immer noch für die Gestapo und die Besatzungsmacht. Als die Deportationen weitergingen, wurde es still in den Restaurants und Nachtclubs. Die Musiker, die alle Roma waren, befanden sich auf dem Weg in die Konzentrationslager. Nagyon féltünk, mert volt ott egy lengyel kápó, aki tudott egy kicsit magyarul beszélni. Wir alle hatten große Angst, als wir einen polnischen Kapo sprechen hörten. Er sprach ein wenig Ungarisch. Er sagte uns, wir würden nie wieder nach Hause kommen. Die Gaskammern warteten auf uns. Dann trennten sie mich von meinem Bruder und Vetter. Sie steckten sie in die Arbeitsgruppe. Mich aber taten sie zu denen, die nicht arbeitsfähig waren,
junge Leute und Krüppel. Dann kam ich in eine Baracke. 6 Personen lagen auf einem einzigen Bett, auf einer einzigen Decke, voller Läuse. Sie sagten zu uns, junge Leute auf die eine Seite, alte Leute auf die andere. Ich habe die alten Leute nie wieder gesehen. Wir sahen, wie Rauch aus den Schornsteinen stieg. Dann sagten wir, das sind Menschen, die da aus dem Schornstein herauskommen. Sie verbrannten die alten Leute, vor allem die Juden und die Roma. Jeder Rom mit dunkler Hautfarbe wurde von ihnen getötet. Sie verbrannten sie alle. Es war gegen Ende des Krieges. Sie wussten, dass die Russen nahe waren. Da begann Mengele, die Kinder zu töten. Sie befahlen eine nächtliche Blocksperre und niemand durfte hinausgehen. Aber ich bog ein Stück Sperrholz beiseite und schaute hinaus. Mengele packte die Kinder an den Beinen und schlug sie gegen eine Säule. Ihre Gehirne spritzten heraus. Ich mag nicht einmal daran denken, weil ich dann weinen muss. Als die Rote Armee endlich Auschwitz-Birkenau erreichte, fand sie dort keine Sinti und Roma mehr am Leben. Ein paar Monate zuvor waren alle übrig gebliebenen Sinti und Roma vergast, war das Lager geschlossen worden. Es gab keine Überlebenden. Alle Sinti und Roma, die in diesem Film auftreten, hatten das Glück, vorher in andere Lager in Deutschland verlegt worden zu sein. Morgens früh weckten wir auf, das war so 4 Uhr. 4 Uhr im Hochsommer war es, 4 Uhr März, April, März. April war das, April. Da standen Engländer. Die kamen mit dem Auto rein. Die waren alle so rot gepustert. Also, wie soll ich sagen, ein rotes Gesicht haben die gehabt, alle. Ein rotes Gesicht an. Einer hat eine Zigarre im Mund gehabt. Es war so ein Panzerspähwagen. Und da kamen immer mehr Engländer rein. Das war in einer Sekundenschnelle, war das Lager wach. Und die SS war weg. Die sind schon nachgeflüchtet. Später haben wir zu erfahren gekriegt, dass sie nachgeflüchtet sind. Ich stand dort und ein großer Panzer kam angefahren. Ich sah den Panzer und ein Offizier stieg aus und fragte mich, woher kommst du? Und ich antwortete, ich bin Austria, weil bei uns zu Hause in der Nähe eine Fabrik lag, auf der Austria geschrieben stand. Oh, okay, sagte er. Du Austria. Schön, schön, sagte er. Er sagte viele nette Sachen zu mir. Er sagte, du bist ein schönes Mädchen und nahm mich in die Arme. Er schnitt ein Stück Stoff aus der Plane und band es mir als Schürze um. Er gab mir Brot und Konserven und alles Mögliche. Er fragte mich, hast du eine Mutter? Das verstand ich. Ja, antwortete ich, da drüben. Er sagte, geh zu deiner Mutter und sag ihr, dass sie keine Angst zu haben braucht. You are home. Home. Ich verstand ihn und sagte zu ihr, Mama, home. Home. Mama, home. Ich bin in Deutschland geboren und bin hier auch groß geworden und meine Geschwister auch. Und man fühlt sich als Deutscher schon. Also ich fühle mich schon deutsch, so ist es nicht. Aber ich werde das Gefühl, man wird das nicht los, dass manche Leute heute noch immer wieder
diese Diskriminierung. Immer heißt das wieder, selbst hier unter Kollegen auf dem Jahrmarkt, wenn wir so sind und das Gesprächsthema kommt und so, dann heißt es immer wieder die Zinti, nicht? Das ist immer wieder das, das Wort, das fällt immer wieder und ich weiß nicht, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch woanders leben könnte. Aber ich beherrsche keine Sprache, keine Fremdsprachen. Und das wäre für mich sehr schwer, jetzt im Ausland noch irgendwie... Das deutsche Volk ist an und für sich, wie soll ich sagen, sie sind sehr aggressiv. Man weiß nicht, ob es ein Nazi ist oder gewesen Nazi ist oder ob ein Neonazi noch ist, vielleicht die Neuen, was da jetzt drum dran ist. Man weiß nie richtig, wo dran man ist. Man sagt am besten, guten Tag, guten Weg. Und lassen Sie es durchblicken, dann kocht einen das richtig. Das ganze Leben, der Zusammenhalt, die Liebe, die Familien zerrissen. Man hat keine Familie mehr, man hat kein... ist alles zerrissen. Sowieso das Ganze, die ehrliche Meinung über die Menschen, das Gefühl über die Menschen, das ist alles zerstört. Ich glaube noch nicht einmal mehr an mich selbst. Den Glauben an die Menschen haben die uns genommen. Das ganze Gefühl. Ich will auch 3, 4, 5 Kinder. Ich muss gucken, weil wir Kinder haben, da alle Leute. Ne? Das habe ich halt Pose, Ärger. Warum muss ich da im Lager rein? Was habe ich gemacht? Das ist auch Mensch. Ob der. Na, was soll ich machen? Na, ja, das bin ich Pose, nicht? Ob die Natsche. So viel von unserer Mannschaft, so viel tausend, alle weg. Und die Jute auch. Na, ja. Da habe ich so viel Sorge und nicht mehr Sorge. Die haben den Kopf alles graue Haare. Na. Und ich kann auch nicht hören. Und keine Kinder. Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma im Dritten Reich war dies, meine Damen und Herren.